Ja, wir sind natürlich extrem enttäuscht. Ja, es ist ja ganz klar, die ganze Saison war ein unglaublich harter Kampf und es steht ja noch ein Spiel aus, wo wir uns auf jeden Fall auch nochmal versuchen, unsere besten Seite zu präsentieren. Aber das Spiel heute war jetzt so, dass wir eigentlich sehr, sehr gut reingekommen sind mit der ersten Aktion, die wir in Richtung Tor hatten. Sehr, sehr guter Spielzug, klasse in die Tiefe marschiert und auch in die Tiefe gespielt und den Gegner in die Tiefe attackiert. Chef ist super auf den ersten Pfosten, ja, dann kennen wir seine Stärke in der Box, die er hat und wir gehen mit 1-0 in Führung. Hatten dann, ja, so ein bisschen, hat man das Gefühl gehabt, trauen wir uns nicht weiterzumachen. Ja. Wir haben dann, das 1-0 hat uns nicht die Sicherheit gegeben, sondern es gab natürlich dann so zwei, drei brenzlige Momente mit dem Elfmeter natürlich auch, der zustande kam und wir hatten dann noch zwei, drei Konterchancen, aber wir haben es uns nicht so zugetraut, auch den Gegner dann mal ins Laufen zu bringen, ja, um ihnen einfach auch ja, ein paar Körner zu nehmen, ein bisschen Energie zu nehmen, um dann eben in der zweiten Halbzeit vielleicht dieses Ding dann vollends durchzuschaukeln. Ja. Die Halbzeitpause, das 1-0 war sicherlich glücklich, ja, klar, dass er Elfmeter noch gehalten hat und so weiter, war sicherlich ein glücklicher Vorsprung. Trotzdem nehmen wir den natürlich gerne mit und wir wissen auch, bei wem wir spielen, in Darmstadt, mit guten Mannschaft, wo wir gehofft haben, dass dann irgendwann vielleicht die paar Prozentpunkte, die du brauchst, um dann ein Spiel zu drehen, wir irgendwann so hinkriegen, dass durch die Temperaturen und die Situation der Darmstädter, ja, dass wir es dann hinkriegen, dieses 1-0 so lange wie möglich rauszuziehen, um dann eben nochmal unsere Konter zu setzen. Und das kam natürlich eine ganz, ganz miese Phase, der Ausgleich. Und dann kamen nochmal ein paar Kräfte frei bei den Darmstädtern und dann konnten wir uns nicht mehr dagegen wehren, nicht mehr so dagegen wehren, wie ich es mir gewünscht hätte. Und am Ende gehen wir leider wieder als Verlierer vom Platz. Ja, ich finde, dass wir heute eine sehr, 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 sehr intensive Partie gesehen haben. Und es ist eigentlich genauso gekommen, was wir im Vorfeld auch ja, gedacht haben, dass die Wiener wirklich hier hinkommen und wollen nochmal alles raushauen. Das haben sie auch gemacht. Ich fand, dass sie in der ersten Halbzeit, vor allem in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde gut im Spiel waren, haben uns das Leben sehr schwer gemacht, haben viele ja, mit ihrer Aggressivität, mit ihrer Zweikampfstärke und über die Ballgewinne dann in die Tiefe zu spielen, so wie das Tor auch entstanden ist, haben sie uns Probleme bereitet. Aber wenn ich jetzt das ganze Spiel nochmal Revue passieren lasse, dann finde ich schon, dass der Sieg dennoch am Ende in Ordnung geht. Und ich möchte der Mannschaft auch ein großes Kompliment machen, weil das Spiel so ein bisschen ja, der Spiegel für die ganze Saison ist. Wir haben von Anfang der Saison bis jetzt immer sehr, sehr viel ja, auch Nackenschläge einstecken müssen. Aber die Jungs haben eine tolle Moral wieder heute gezeigt gegen einen sehr starken Gegner, der super eingestellt war. Und deshalb ja, bin ich sehr, sehr stolz, dass die Jungs heute nochmal alles reingeworfen haben. Auch weil das auch heute mein letztes Heimspiel ist als Heimtrainer für Darmstadt 98. Und ich bin sehr froh, dass sie mir dieses Geschenk gemacht haben, nochmal mit 3 Punkten mich verabschieden zu dürfen. Und deshalb Gratulation an die Spieler. Und ich wünsche natürlich Rüdiger und Wehn nochmal für nächste Woche alles Gute. Und hoffe natürlich, dass vielleicht noch ja, ein Wunder passiert. Alles Gute, Rüdiger. Danke.